Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Wenn Sie Ihre älteren Mitbürger davor schützen wollen zu sterben, jetzt machen wir es ein bisschen dramaturgisch, wenn Sie wissen wollen, wie schlau Herr Professor Dr. Lauterbach ist und wie viel Flüssigkeit und unter welchen Randbedingungen man Menschen Flüssigkeit zuführen sollte, dann hören Sie mir weiter zu. Ich bin zwar Ingenieur, bin aber ehemaliger, naja, quasi Leistungssportler, sagen wir mal. So 10 Transalps mit rund 120 Höhenkilometer habe ich hinter mir. Also ein bisschen Sport kenne ich mich aus und da schwitzt man. So. Gut, das ist also erstmal die private Grundrede und dann gehen wir mal hin. Früher gab es Städte wie Salzburg und Salzburg war reich. Warum? Weil Salz für Menschen lebensnotwendig ist. Salz ist deswegen, heutzutage holt man das halt irgendwo anders her, aus Salzseen, da baggert man das ab, gab es aber früher nicht. Deswegen brauchte man Salz. Und ja gut. Und wo fange ich? Ja gut, und das ist also das Wichtigste. Das war ganz wichtig. Achso, das habe ich vergessen. Es gibt auch sogar ein Märchen, das heißt irgendwie die Salzprinzessin oder irgendwas. Da ist ein Märchen, dass eben es kein Salz mehr gibt und irgendwas ist das. Ich weiß nicht genau, was das ist. Jedenfalls müssen wir bedenken, vor vielen Jahren waren wir auf dem Feld, da haben wir extrem geschwitzt, auch bei dieser Temperatur. Und jetzt haben wir hohe Temperaturen gehabt, es gab kleine Eiszeiten um das Jahr 1600, dann wurde es wieder warm und so weiter. Wir kennen das ja alles oder nicht, schauen Sie mal auf die Temperaturkarte. Und Salz ist lebensnotwendig. Und jetzt kommen wir alle mit salzarmer Nahrung. Das ist lebensgefährlich. Wichtig ist, dass wir, wenn wir etwas trinken, ausreichend Kochsalz zu uns nehmen. Sonst passiert eine sogenannte Hyponatriämie, die dann Ödeme nach sich ziehen kann. Das ist eine ganz gefährliche Geschichte. Ich beziehe mich hier auf Professor Pollmer, aber auch auf die Historie dieser ganzen Salzentwicklung, weil wir ja, die Sache ist die, wenn ich was trinke, dann muss ich das irgendwie auch ausscheiden. Und meistens, ich kann das, irgendwie hat der Körper das geschafft, nur mit Salz auszuscheiden. Und deswegen, habe ich damit angefangen, war Salz früher wertvoller als Gold. Weil mit Salz konnte man überleben, Gold ist im Allgemeinen Schnickschnack. So, und nun kommen irgendwelche Ernährungswissenschaftler auf die Schnapsidee, Leuten irgendwelche natriumarmen Mineralwässer zu verkaufen, dass das was ganz Tolles sei. Problem ist das, dass die Leute dann irgendwie, wie das funktioniert, weiß ich nicht, mag mir ein Mediziner erklären, nicht mehr pinkeln können und die lagern diese Flüssigkeit im Körper ein. Im Extremfall kann das zum Tod führen. Das ist jetzt kein Witz, das nennt sich Wasservergiftung. Ist zwar eigentlich ein falscher Begriff, weil es eigentlich eine Unterversorgung mit Kochsalz ist, aber Wasservergiftungen können zum Tode führen. Sie bitte legen Sie mir nicht fest, ich habe das mal gelesen, oder gehört, dass irgendwo es gab ein Wetttrinken in Amerika. Die Amis sind ja ganz besonders schlau und da hat eine Frau 7 Liter Wasser getrunken. Dann gab es, das war noch, ist schon 30 Jahre her oder 40, gab es dann Anrufe im Radio. Das wäre gefährlich, der soll den Scheißdreck lassen. Die haben weitergemacht. Die Frau ist gestorben. Vor ungefähr 6-7 Jahren gab es in Frankfurt einen Hitzetriathlon. Da gab es auch einen Wettkämpfer, der war ganz besonders schlau und ökologisch. Und hat nur normales Leitungswasser getrunken. Der ist dann tatsächlich beim Marathon auch gestorben. Dürfen Sie prüfen. Und das ist das Problem. Sie brauchen für jeden, insbesondere wenn Sie schwitzen oder sowas, wenn Sie belastet sind, ausreichend Kochsalzzufuhr. Das ganz böse Zeug, das müssen Sie zuführen. So.
Und jetzt haben wir das Problem der alten Leute. Hier hat sich der Herr Lauterbach geäußert. Jawohl, der hat sich dazu geäußert. Aber er hat irgendwie, und zwar hat sich Herr Lauterbach geäußert, wir müssen jetzt schon damit beginnen, ältere und kranke Menschen vor Mecker-Hitzewelle zu schützen. Vorräte an Flüssigkeiten, Ventilatoren, über die Bedeutung von Flüssigkeitszufuhr reden, erreichbar sein. Diese Hitzewelle könnte viele Todesopfer bringen. Hier muss ich sagen, hat Herr Lauterbach völlig recht. Aber wichtig, ganz wichtig bei Flüssigkeit und Wasserzufuhr, Kochsalz dazu. Ich kenne übrigens definitiv jemanden, da kriegen Sie auch eine Eidesstattliche. Diese Frau ist über Jahre irgendwie umgekippt und keiner hat den Grund gefunden. Die rannte immer mit so einer Flasche darum. Da war sie, hat sie einen neuen Hausarzt bekommen und der hat gefragt, trinken Sie auch genug? Und dann sagte die Person, ja, 5 Liter im Tag. Und dann hat er gesagt, um Gottes Willen, reduzieren Sie das. Und damit war das Umfallen gegessen. Damit war das. Das war das letzte Mal, dass sie umgefallen ist, weil ihr Hausarzt hat gesagt, so viel dann auch wieder nicht. Das ist einfach zu viel. Und bei älteren Leuten, die haben ein ganz großes Problem, wenn die dann das haben, wenn die Flüssigkeit trinken, ohne ausreichend Kochsalz, dann sammelt sich, wird das irgendwo im Körper dann die Flüssigkeit, dann kennen die ja dicke Füße oder irgendwie sowas. Ja, das wird dann angelagert im Körper. So, und jetzt haben ältere Leute ein schwächeres Herz. Das muss mit der größeren Wassermenge klarkommen. Und wenn es dann richtig warm wird, dann kippen die um. Und dann tut es bumm, dann haben die einen Oberschenkelhalsbruch. Und dann sterben die an den Sekundärfolgen der übermäßigen Wasserzufuhr. Also wenn Sie Ihren Eltern oder wem auch immer etwas Gutes tun wollen, kaufen Sie ihnen bitte im Allgemeinen nicht natriumarmes Wasser. Das kann durchaus richtig gefährlich werden. Wenn die nebenbei natürlich noch salzreiche Suppen oder was essen bei diesem Wetter, was natürlich auch sehr geschickt ist, dann ist das alles kein Problem. Aber wenn man überall aufs Natrium schaut und alles Natrium wegnimmt, kippen die Leute um und dann sind die dann, wenn es blöd läuft, einfach tot. So viel zum Thema Herr Professor Lauterbach. Dürfen Sie prüfen. Es nennt sich Wasservergiftung, was eigentlich der falsche Begriff ist. So, und jetzt machen wir nochmal Professor Lauterbach, weil er unten drunter steht. Mit all der gebotenen Ruhe, denn es ist noch über eine Woche hin, aber ich habe noch nie solche Temperaturen in Deutschland in einem Wettermodell gesehen. Das steht hier unten drunter. Da steht das. Hier, man hat noch nie, es ist absolut extrem, aber es wäre also gut, das war also eben das hat hier. Und da wird dann tatsächlich auf Twitter mit den wahnsinnsdunkelroten Zahlen geworben und propagandiert. Tja, schauen wir mal nach. Argonerd von auf Twitter hat Gegenbeispiele. Schauen Sie sich das an. Das ist ein Beispiel. Links ist 2022, knallrot. Und hier 2002 ist exakt 20 Jahre her. Da haben wir hier 23, hier haben wir 21, 20. Hier unten haben wir 32, da unten im Oberrheingraben haben wir 34 Grad. Das hier unten, hier haben wir in Bayern 30 Grad, hatten wir früher, hier haben wir 25. Und hier in der Mitte ist das ziemlich genau gleich. Hier haben wir 30 und hier haben wir 32. Korrektiv hat sich natürlich gleich wieder bemüßigt gefühlt, das dann zu korrigieren, dass man früher tatsächlich keine anderen Farben hatte. Und das war irgendwie unmöglich darzustellen, dass das dann diese Farben hat und dass diese, ja, also wir haben eben die Panikmacherfarben, so werden sie manipuliert bis zum Anschlag. Wenn es knallrot ist, dann ist es rot, aber früher waren diese Temperaturen normal. Und ich kenne zufällig jemanden, der im 10. Stock in einem Krankenhaus lag, genau zu dieser Zeit, Juni 2002, und hat ein Kind entbunden. Und da gab es keine Klimaanlagen. Das in einem Krankenhaus und da oben drin, das hat
diese Person hat gesagt, das wäre der völlige Horror gewesen, das wäre nicht auszuhalten gewesen. Und so sparen wir in Krankenhäusern halt mal Energie. Wir quälen unsere Patienten. Und wenn jemand gerade Kind gekriegt hat und bei diesen Temperaturen oben im 10. Stocklicht, wenn das Ding, ich weiß nicht, 11 oder 12 Stockwerke hat, dann ist das sicher nicht spaßig. Aber sowas ist in Deutschland scheinbar irgendwie egal. So viel zum Thema Herr Lauterbach, seine undifferenzierten Tweets, die dann da irgendwie so überhaupt nicht stimmen, weil diese Temperaturen gab es vor 20 Jahren schon mal. Und wenn wir jetzt nur noch 6 Jahre haben, also da hätten wir ja vor 20 Jahren auch nur noch 6 Jahre gehabt, dann wären wir nach 6 Jahren 2002. Und die Grünen sagen ja, Klimapanik, in 6 Jahren sind wir dann tot, dann kippt alles. Dann müsste das Klima ja bei den Temperaturen schon im Jahre 2008 bis 2010 gekippt sein. Wie denn nun, Herr Lauterbach, sind Sie nun zum Klimaspezialisten avanciert? Kleiner Hinweis, ich weiß, dass Mediziner es nicht so mit Mathematik und Statistik haben. Und ganz eng gesehen hat man noch Ärzte, die noch vor 30 oder 40 Jahren praktiziert haben, die haben nicht mal ein offizielles Abitur benötigt. Kleiner Hinweis, vielleicht üben Sie mal. Dankeschön, soweit zum Thema Kochsalzzufuhr, wie lebensnotwendig die ist. Bitte prüfen Sie meine Aussagen. Für mein Dafürhalten ist das, was der Herr Lauterbach hier propagandiert, undifferenziert wieder, genauso wie er es bei anderen Sachen auch macht, einfach für ältere Leute für gefährlich, obwohl es er natürlich gut meint. Da habe ich nichts dagegen. Aber gut, Menschen verlieren ja und so weiter, Sie wissen ja. Oscar Wilde. In diesem Sinne, euer Ingenieurskanal. Danke fürs Zuhören.